Ich habe das Gefühl, die Perücke ist ein bisschen zu groß für den Hut, aber ist okay. Aber sieht trotzdem geil aus. Ne? Ich habe mir auch einen gekauft, weil ich habe gedacht, meine Haare sehen so scheiße aus. Da mache ich auch mal das. Der Roger macht das auch immer. Der Roger Schiedsrichter. Oh, das voll. Wir machen jetzt einen gemütlichen Teil heute Abend. Ne? Genau, ganz gemütlich. Wir haben natürlich ein paar Sachen immer schon zwischendrin mal vorbereitet für euch auf unseren normalen Konzerten, wo wir ein paar Sachen akustisch gespielt haben. Haben wir diesmal auch gemacht. Und wir wollen mal gucken, wie das jetzt klingt, so mit Anzügen. Mal gucken, vielleicht ist das alles ganz guter Bescheuerte. Habe ich auch einen Ständer? Also ich meinte... Freunde, ich habe keine Ahnung, warum ihr jetzt lacht. Ich habe keine Ahnung, warum ihr das... Ich frage nach dem Ständer und schon lachen alle. Sehe ich so aus, als ob ich keinen mehr hätte, oder was? Da ist er! Freunde! Ständer. Vor allem bleibt der immer so. Den kann man auch in der Höhe verstellen, wenn er kommt. Das kann nicht jeder Kollege, du. So, Freunde des rheinischen Frohsinns, seid ihr fertig? Ich hatte mal so einen Scherenkranz. Ja, mal zu. Wir machen mal einen Song von der Kingdom of the Night. Du korrigierst mich immer. Nein, das war schon. Weil er ist hier unser, also wandelndes Lexikon, Wikipedia, Axis.de. Das ist der Hammer. Das fängt gut an.
Einen dann auch Hüsli, oder? Ja, lass uns doch den letzten Teil des Programms auch noch schaffen. Ja, nur mal so. Also, du kannst schon mal anfangen mit der Party, ich komme dann gleich nach, Kollege. Alles klar. Ach. Wenn du fertig bist, sagst du mir Bescheid, dann sag ich den Leuten, ey, wir machen jetzt weiter, ey. Ich bin fertig. Okay, Hammer. Wir machen jetzt weiter, ey. Ein Song, den habt übrigens alle Sachen, wollte ich auch mal ganz kurz sagen, alle Songs, die wir heute Abend spielen, sind Songs, die ihr euch gewünscht habt. Ihr habt sehr viele auch neue Sachen gewünscht, aber wir wollten natürlich die Priorität auf die alten Schwaden legen. Und ein Song, den ihr auch haben wolltet, hat uns ein bisschen gewundert, weil es waren unheimlich viele Balladen dabei auch. Ja, hör mal, Freunde, das ist auch so ein Ding, wir sind eine Heavy-Metal-Band ja eigentlich, ne? Hold You, also wirklich. Ihr werdet lachen, den habt ihr euch nicht gewünscht. Und ich habe ja gesagt, wir spielen das, was ihr euch gewünscht habt, ja? Eisenhart. Und wenn das scheiße ist, wie gesagt, Kollege, den Song habt ihr euch gewünscht. Ich weiß nicht, aber ihr habt ihn. Den machen wir jetzt auch. Okay, okay. Da hat auch irgendeiner aus. Survive.
blöd, Kollege. Ade, du. Aber sieht klasse aus. Harry, steht dir wirklich gut. Vor allem kann man, wenn du mal irgendwann eine Pläte kriegst, so wie ich, kannst du das gut verbecken. Ja, so ist das Leben, ne? Ich weiß. Wir wechseln mal eben die Instrumente. Wir haben natürlich eine Heavy-Metal-Gitarre mitgebracht hier. Aus Wuppertal. Wir machen einen Song. Ein Song. Von welchem Album ist der? Back to the Kingdom. Hammer. Back to the Kingdom. Und der Song heißt? Heaven in Black. Heaven in Black, genau. Immer. Ist gut, wenn wir das doch wissen, alle, wa? Dass wir ein bisschen so mal in Kontakt kommen mit der ganzen Sache hier, ne? Mit den Leuten. Und ich weiß gar nicht, wart ihr schon mal auf dem Access-Konzert? Warst du schon? Warst du auch schon mal auf dem Access-Konzert? Du bist das erste Mal heute hier? Och, dann brauchen wir 20 Jahre, dass du da uns kommst, oder? Wo kommst du denn her? Aus Dorsten! Hier um die Ecke! Ja, wenn ich sage Frankreich, würde ich sagen, okay, kein Stress. Aber ihr kommt aus Dorsten, warst du nie bei Access? Wie alt bist du denn? 18? Na gut, das ist natürlich ein bisschen knapp gewesen. Ne? Aber jetzt... Hör mal, wolltest du mal hochkommen? Komm mal hoch. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Ja.
Aber mit 18 Jahren das erste Mal bei Exodus, da musst du mal hochkommen, bevor wir sterben, ey. Kann ich helfen oder was? Schwer ist ja nicht, ne? Bandscheibenvorfall, müsst ihr ein bisschen rücksichtigen. Wie heißt du denn? Gudrun. Gudrun, aus Dorsten. Das passt doch super. Hör mal, das ist doch der Hammer. Du warst noch nie auf dem Exodus-Konzert, heute das erste Mal. Jo. Hey, ja, ja. Aber kennst du die Band? Ja, sicher. Ehrlich? Musstest du die hören, weil Papa sie mal gehört hat? Oder? Nee. Hätte ja sein können. Weißt du, ist, ab dem Alter kann man mal nachfragen. Ne? Irgendwie. Ja, was hast du denn, was war die erste Exodus-CD, die du gehabt hast? Gar keine. Oh Mann. Freunde, und weil es solche Menschen wie dich gibt, ja, musste ich den Hut auf Kredit kaufen, verstehst du? Das ist das Problem. Aber es ist kein Problem. Das heißt, du lädst dir das alles so runter aus dem Internet? Nein? Ja, wo hast du denn Access? Wie hörst du das denn dann? YouTube. YouTube? Ach so. Ich hab ja gesagt, wir müssen was dagegen unternehmen. Du hast gesagt, das ist gut für die Promo. Wir haben doch alles getan. Du hast gesagt, Promo ist unter MySpace, YouTube, der voll der Hammer. Das ist die neue Generation. So. YouTube müssen wir vertreten sein und MySpace. Jetzt haben wir den Scheiß hier. Aber keine Ahnung. Gut, Runde aus Dorsten. Ja, gut. Aber was für einen Song kennst du? Kennst du alle Songs jetzt von Exodus? Sind die alle auf YouTube? Nee, nicht alle. Was für Songs sind denn nicht auf YouTube? Immer so. Ah, dumme Frage, Entschuldigung. Ja, keine Ahnung. Pass auf, wir machen jetzt mal eine Aktion. Du kennst Exodus nicht, das ist schön, dann wird es peinlich werden. Wir machen jetzt, da habe ich eine Liste stehen. Da ist ein Song, den haben wir auch von. Was für eine Platte war das? Big Thrill. Big Thrill, genau. Damals waren wir noch in New York, sahen gut aus, ne? Und haben da eine Platte gemacht. Und der Song heißt Little War. Marco. Ich wollte eben noch was sagen. Ich muss ja das Ding noch sehen. Schön. Du hast aber recht, ich hätte die Ansage danach machen müssen. Ich mach's mal vor, wenn wir spontan sagen. Kein Problem, Marco. Aber schön, wenn du so gehorchst. Ja, da, wir waren ja spontan. So, die Gudrun, pass auf. Gudrun, wir machen jetzt ein bisschen Rhythmus. Das hast du ja schon gehört. Er hat schon ein bisschen angefangen, damit du auch weißt, was auf dich erwartet. Ne? Also, dunkel, danke, dunkel, danke, dunkel, danke, dunkel. Spiel's einfach mal ein bisschen lang. Versuch mal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Genau. Pass auf, da muss ich auch. Pass auf, da machen wir es noch anders. Das ist geil. Pass auf, halt mal. Du darfst es nicht so progressiv machen, ne? Du musst immer ein Hey nacheinander. Weil bei zwei Hays kommen die schon alle durcheinander. Oder du musst einen Text aufschreiben, dann geht das auch wieder. Ab einem gewissen Dreh. Pass auf, mach einfach mal, mach nochmal ganz normal ein Hey. Die Körperbewegung brauchst du gar nicht machen. Es reicht einfach, wenn du sagst, hey! 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 Dafür kriege ich Geld. Das ist geil, ne? Habt ihr gemerkt, das ist halt, das war immer wieder Spaß. Aber gut, wenn ihr schon das erste Mal auf der Bühne warst, so geil, wenn man direkt einen Fanclub hat, ne, vom Bar. So, und wir haben hier 20 Jahre gearbeitet und du hast sie direkt im Sack hier. Das ist auch klasse. Aber ja. So, wir machen mal den Rhythmus-Song hier, Little War. Jetzt machen wir Little War! Jump to the right, but I am dressed in black. You are dressed in white. I don't know the reason why we go to extremes. I think we need each other more than it seems. It's a little war.
20 Euro aus Wuppertal. Und der Marco ist nicht schon. Wir machen natürlich noch eine Sache. Wir machen heute mal, wir machen noch ein Bandfoto. Warte, wir machen noch ein Harry, wir machen noch ein Foto. Warte, einen Moment noch, wir machen noch ein Foto. Foto. Gudrun, wo du schon mal hier bist, ne? Mit 18 Jahren, ja? Da muss ich alle. Und dann alle Songs von uns auf YouTube kennengelernt hast. Da musst du dir auch was bieten, verstehst du? Nicht so steif, warte, ganz locker, ganz locker. Einfach umdrehen. So, genau, das alles. Alles, warte, mit der ganzen Band machen, außer Harry, der ist jetzt nicht drauf, das ist auch scheiße, ne? Dann machen wir. Warte, warte. Dann machen wir. Einmal, warte mal. Ja, einmal vor. Jetzt haben wir gut, alles klar. Jetzt haben wir es. Okay. Alle Hände hoch, come on! Alle Hände hoch! Wie gut rum? Bist alle drauf? Wir sind ein bisschen breiter geworden. Gut rum, vielen lieben Dank. Das war der Hammer. Ich helfe dir eben noch runter. Kannst du dir helfen irgendwie? Und jetzt freuen wir uns natürlich
Jetzt freuen wir uns natürlich ganz besonders. Wir wussten das gar nicht. Wir fanden das, ja genau, wir wussten es gar nicht und fanden das total der Hammer, dass die zwei Polizisten, die ich mir mal abends angucke mit dem feineren Hemd und ein bisschen Bier im Text hier drauf, dass einer von denen Access überhaupt kennt. Das wusste ich gar nicht. Und da sind wir natürlich total stolz und finden das auch klasse, weil das auch mal was ganz anderes ist als ein normales Heavy-Metal-Programm oder Rock-Programm oder wie auch immer. Dass wir jetzt, jetzt ist die Frage, habt ihr überhaupt schon Lose gekauft? Mit nicht? Ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du gewinnst, Kollege. Das ist natürlich, das haben wir natürlich, wir wollten das jetzt nicht am Ende der Show setzen, weil dann hätte alles zu lange gedauert. Deshalb haben wir es mittendrin gemacht. Und deshalb freuen wir uns jetzt, dass einer von euch eine Gitarre gewinnt oder irgendwas anderes und keine Ahnung, meine Unterhose, meine Gebrauchten. Also alles, wir haben das ganze Repertoire am Start. Ne? Von daher viel Spaß noch, ich ziehe mich jetzt um. Alles klar, bis dann!